wieder mein Lesemonat vom September für euch. Diesmal nicht ganz so spät und ich habe auch im September wieder wahnsinnig viel gelesen. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir als allererstes mal mit der Reihe, die ich im September komplett durchgesuchtet habe. Und zwar habe ich gelesen Mystic City von Theo Lawrence. Ich habe Anfang September den ersten Teil gelesen. Dann habe ich den zweiten und dritten Teil mit der lieben Niki zusammen gelesen. Was soll ich zu Mystic City sagen? Der erste Teil, Das gefangene Herz, hat mir so unglaublich gut gefallen. Das war eine so tolle Geschichte. Das war eine Geschichte, die in einer ganz, ganz tollen Welt gespielt hat. Die Charaktere waren mir sympathisch und ja, dieses Buch war rundum perfekt für mich und ich habe es sehr geliebt und habe mich dann sehr auf den zweiten und dritten Teil gefreut, habe die mir gleich gekauft, weil ich dachte, bevor du die nicht mehr ranbekommst, weil die Bücher ja auch nun schon älter sind. Und ja, habe dann, wie gesagt, den zweiten und dritten Teil gleich noch mitgelesen im September und ja, leider waren die da nicht mehr so gut. In Mystic City geht es ja um Aria und Aria wacht eines Tages in ihrem Zimmer auf und kann sich an nichts mehr erinnern, was die letzten Wochen passiert ist. Sie hat keine Ahnung mehr, was los ist. Ihre Eltern erzählen ihr, sie hätte eine Droge genommen, die Stick heißt, und dadurch wäre ihr Gedächtnis verloren gegangen. Sie hätte eine Überdosis gehabt und wäre gerade so mit dem Leben davon gekommen. Und Aria merkt aber sehr, sehr schnell, dass dort irgendwas nicht stimmt an der Geschichte, denn sie hat auf einmal einen Verlobten, der zur verfeindeten Familie ihrer Familie gehört, und sie kann das irgendwie nicht ganz verstehen. Und ja, auch mit dem Verlobten, irgendwie empfindet sie nichts, wenn sie ihn sieht, und es ist alles ein bisschen merkwürdig. Und Aria trifft dann eines Tages auf Hunter. Und als sie Hunter trifft, hat sie das Gefühl, ihn zu kennen. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf und wir begleiten Aria quasi auf der Reise, wie sie versucht, ihre Lücken zu füllen, die in ihrem Gedächtnis sind. Und was dann halt alles passiert, das ist das, worum es in diesem Buch geht. Es ist so, dass es in dieser Welt normale Menschen gibt und Mystiker. Mystiker sind Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und die Eltern von Aria sind quasi die Mafia-Bosse dieser Stadt. Und zusammen mit der anderen Familie von ihrem Verlobten, die Forsters, teilen sie sich quasi die Macht über Manhattan. Und die Mystiker versuchen halt dagegen anzugehen. Sie wollen Gleichberechtigung für alle, denn die werden unterdrückt in dieser Welt. Und ja, das ist halt so auch noch der politische Hintergrund, um den es in diesem Buch geht. Und Aria hängt dann quasi zwischen den Fronten irgendwann. Und es ist im ersten Teil toll gewesen zu lesen, wie sich das Ganze entwickelt, was da für Intrigen gesponnen worden sind. Und ja, also ich mochte den ersten Teil total. Ich war ein riesiger Fan vom ersten Teil. Und ja, dann habe ich den zweiten Teil gelesen, Mystic City, das ist Tage des Verrats. Und ja, so nach den ersten 50 Seiten ging dieses Buch steil bergab. Es ist, also, ich konnte die Protagonistin teilweise schon noch verstehen, aber ich konnte sie auch wiederum nicht verstehen. Die hat hier irgendwie Höhenflüge bekommen. Sie hat dann irgendwann gedacht, ich bin der wichtigste Mensch der Welt. Und was hier am Ende vom zweiten Teil passiert ist, das war so strange. Das war so, oh bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht. Das ist nicht euer Ernst. Und ja, also, der zweite Teil ging am Anfang noch und das ging dann so steil bergab. Wir haben ja auch eine Liebesgeschichte in dieser Trilogie, die sich dann auch nochmal dreht, was an und für sich okay ist. Ich kann die Hintergründe auch verstehen, wieso, weshalb, warum, aber wie das Ganze vonstatten geht, das hat mir nicht gefallen. Und dann ist es so, dass diese ganze Trilogie spielt, glaube ich, in einem Zeitraum von 2 Monaten. 2 oder 3 Monate. Mehr Zeit liegt vom ersten bis zum letzten Teil nicht da dazwischen. Und das ging einfach alles so schnell in dieser Geschichte und das hat mich so unglaublich gestört. Wie gesagt, hier sind Intrigen gesponnen worden, hier sind Verbündete verraten wurden und neue Bündnisse eingegangen und das alles in so kurzer Zeit, dass das für mich einfach alles unglaubwürdig wurde. Und der dritte Teil hat dem Ganzen dann irgendwie die Krone aufgesetzt. Das war dann einfach nur noch Schwachsinn, was im dritten Teil alles passiert ist. Also ich kann es nicht anders sagen. Der dritte Teil war echt eine Enttäuschung. Es ging mit Aria am dritten Teil wieder ein bisschen bergauf, was meine Sympathie für sie betraf. Aber dieses ganze Drum und Dran im dritten Teil war absolut nicht meins. Es war für mich, wie gesagt, schwachsinnig und das Ende war einfach nur dämlich. Das Ende hat für mich alles zerstört. Das Ende war absolut unlogisch, undurchdacht und hatte so viele Lücken und Fragen offen gelassen, dass, also, das hat für mich die ganze Reihe zerstört. Also, ja, ich kann das nicht anders sagen. Wenn ihr mehr noch zu diesen Büchern wissen wollt, schaut in meiner Reihenvorstellung nochmal vorbei. Da gehe ich auch nochmal auf 2, 3 Sachen näher ein. Ansonsten reicht es jetzt, glaube ich, erstmal mit Mystic City, wie gesagt. Es ist leider eine Reihe, die auch wieder so geht. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Dann habe ich im September noch dieses Schätzchen hier gelesen, Die Perfekten von Caroline Brinkmann. Und das ist eine Dystopie, die mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ganz, ganz viele Leute haben gesagt, dass diese Dystopie sie an Panem erinnert, dass da sehr, sehr viele Parallelen an Panem drin waren. Ich muss aber sagen, für mich persönlich beim Lesen
habe ich das überhaupt nicht gemerkt. Also wenn man das hinterher aufgezeigt kriegt, also wenn man das hinterher aufgezeigt bekommt, wie diese Parallelen sind, dann ja, dann waren sie definitiv da. Aber ich persönlich beim Lesen habe das nicht so empfunden. Für mich war das die erste Dystopie, die mich eben nicht an Panem erinnert hat. Durch ihren ganzen Aufbau und ihre ganze Art und Weise. Also ja, ich fand's toll. Und eine Dystopie ist nun mal eine Dystopie. Und der Aufbau einer Dystopie ist halt nun mal arm gegen reich oder unterdrückt gegen frei. Und hast du nicht gesehen, und die Armen rebellieren. Das ist nun mal eine Dystopie. Und was will man da vom Ansatz her anders machen? Ne? Es ist halt nun mal so. Fantasy ist auch immer Fantasy. Also wollen wir uns darüber jetzt nicht streiten. Ich mochte das Buch auf jeden Fall total. Für mich war die Perfekten eine ganz, ganz tolle Geschichte. Die Protagonistin war mir sympathisch. Ich weiß noch, dass das Ende ein bisschen merkwürdig war. Das war dann so abgehackt, aber es wird wohl einen zweiten Teil geben. Deswegen ist das abgehackte Ende okay, weil ja dann noch was kommt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und wie gesagt, das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte die Welt, ich mochte den Aufbau in diesem Buch. In diesem Buch geht es um Rain, und Rain ist ein Ghost. Und in der Welt, in der Rain lebt, sind Ghosts quasi Menschen, die verfolgt werden, denn sie passen nicht in das System. Es gibt in dieser Welt die Perfekten. Das sind Menschen, die genetisch perfekt sind, die haben keine Fehler. Und dann sind alle anderen Menschen auch nach ihren Genen kategorisiert. Also es gibt G1 bis G3. G1 sind halt die ganz gesunden und perfekten Menschen. Und Hund, warum sitzt du jetzt hier? Müsstest du auch mit auf Video, oder? Möchtest du den Leuten was sagen? Leg dich hin. Oh, kleines Baby. In der Welt, in der Rain lebt, ist es halt so, dass die Menschen auch nach ihren Genen kategorisiert werden. Es gibt G1, das sind halt die genetisch noch am nächsten, das sind halt die genetisch noch am gesündesten Menschen. Dann gibt es halt die G2 und G3, und die G3 sind halt die, die irgendwelche Schäden haben, die krank sind und damit für die Gesellschaft irgendwie auch nichts mehr wert. Und ich fand den Ansatz in dieser Geschichte wirklich toll. Und Rain ist, wie gesagt, ein Ghost, und Rain ist nichts von alledem. Sie weiß nicht, was sie für Gene hat, und sie wurde von ihrer Mutter quasi, nachdem sie geboren wurde, dem System entzogen und lebt jetzt halt irgendwie zwischen dem System. Und dann trifft sie eines Tages auf Lark. Und Lark ist ein Schüler an der Schule, in dem Zirkel, in dem sie wohnt. Jetzt fange ich auch schon mit den Distrikten wieder an. In dem Zirkel, in dem die wohnen. Und ja, die beiden treffen dann aufeinander und werden dann Freunde, und eines Tages wird Rain verraten. Und was dann mit Rain passiert und was dann am Ende alles noch ans Licht kommt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Zum Inhalt möchte ich auch nicht mehr verraten, denn ich finde, dieses Buch sollte man lesen und man sich einfach überraschen lassen, was da noch alles so passiert. Ich mochte die Perfekten auf jeden Fall total und kann es euch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich noch ein Buch gelesen im September, was ich irgendwie vergessen habe, in meinen Videos mit reinzunehmen, nämlich Tempting Love, Home Run ins Glück von Jennifer Armentrout oder Jaylin. Ich habe ja den ersten Teil von Tempting Love gelesen, und der war ja so irgendwie das schwächste Buch, was ich von Jennifer Armentrout hier gelesen habe. Und der zweite Teil war auch nicht 100% perfekt, aber definitiv besser als der erste. In diesem Buch geht es um Bridget, und Bridget ist eine Freundin und Arbeitskollegin der Protagonistin vom ersten Teil. Bridget ist eine eher introvertierte Frau. Sie ist sehr ruhig, sie ist nicht sehr selbstbewusst, und ja, sie hat ein sehr, sehr ruhiges Leben. Und Bridget weiß, dass in ihrem Leben definitiv was fehlt. Und sie schwärmt so ein bisschen für den Bruder von dem Freund ihrer Arbeitskollegin, für Chad Gambler. Und Chad ist ein Baseballstar und ja, Frauenheld und naja, wie man das halt alles so kennt. Er ist so ein Partylöwe und feiert halt auch gerne und ja, übertreibt es da auch gern mal. Und Chad und Bridget treffen dann in einem Club aufeinander. Bridget weiß natürlich sofort, wer er ist, doch er erkennt sie nicht. Er weiß nicht, wen er da vor sich hat. Und so beginnt die Geschichte der beiden quasi. Und es ist dann so, dass kurze Zeit später, nachdem die beiden in diesem Club aufeinander getroffen sind, auf der Straße miteinander gesehen werden, wie sie sich küssen. Und da das Image von Chad gerade sowieso angeknackst ist, bekommt er eine Imageberaterin zur Seite gestellt. Und diese Imageberaterin sagt, dass er und Bridget jetzt vorgeben sollen, ein Paar zu sein, auch wenn sie es nicht sind, damit sein Image halt aufpoliert wird und er seinen Baseball-Vertrag halt nicht verliert. Und so nimmt die Geschichte der beiden ihren Lauf, und was da alles noch passiert und was da noch rauskommt, während sie glückliches Pärchen spielen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, dass mir die Geschichte definitiv besser gefallen hat als der erste Teil. Die Geschichte ist auch ein bisschen ausgebauter gewesen wie der erste Teil. Der erste Teil war ja auch recht dünn, das war ja nur so ein 200-Seiten-Buch. Und ja, hier hatte die Geschichte auf jeden Fall mehr Komplexität als der erste. Und es war, wie gesagt, immer noch keine Geschichte, die ich mit den heutigen Jaylin-Büchern vergleichen würde, also mit der Wait For You-Reihe zum Beispiel.
Es war schon immer noch ein schwächeres Buch, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Buch hat mich sehr gut unterhalten. Ich mochte die Art von Bridget total. Ich fand Chad als Charakter wirklich ganz, ganz interessant. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf den dritten. Den werde ich definitiv lesen, denn im dritten geht es um die Imageberaterin und den dritten Bruder von den Gamble Brothers. Und diese Imageberaterin hat einfach sowas von einem Stock im Arsch, dass ich schon sehr, sehr gespannt bin, was da im dritten Teil mit ihr und Chandler dann alles so passiert. Und ja, ich werde den dritten Teil auf jeden Fall lesen. Und wenn ihr Lust auf eine erotische Liebesgeschichte habt, schaut euch Tempting Love, Home Run ins Glück definitiv mal mit an. Wie gesagt, es ist jetzt kein literarischer Erguss, aber das sind diese erotischen Liebesgeschichten sowieso meistens nie. Und ich muss sagen, es hat mich gut unterhalten und ich mochte es. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf den dritten Teil. Kommen wir mal zu meiner Enttäuschung des Monats, und zwar war das Coldworth City von Mona Kasten. Ich habe ja die Again-Reihe von Mona gelesen und die fand ich wirklich ganz, ganz toll. Ich fand, man hat bei jedem Teil von der Again-Reihe gelesen, wie sie sich gesteigert hat in ihrer ganzen Art und Weise, in ihrem Schreibstil, im Aufbau der Geschichten. Und Feel Again war mein absoluter Lieblingsteil, ganz einfach, weil diese Geschichte mich so überrascht hat, weil die so anders war. Und ja, ich habe mich schon sehr auf Coldworth City gefreut und nein. Es war nicht mein Buch. Ich möchte jetzt nicht wieder anfangen und sagen, was mich alles gestört hat. Es war einfach nicht mein Buch. Das Buch hat mich leider schwer enttäuscht. Im Buch geht es um Raven, und Raven ist eine Mutantin und Ravens Eltern sind gestorben vor einigen Jahren. Und nach dem Tod ihrer Eltern wusste Raven nicht so richtig, was sie machen sollte, und hat sich in die Hände der Organisation AID begeben, die angeblich ein Heilmittel gegen Mutationen suchen. Und dort wurden dann Experimente mit ihr gemacht, aber das hat Raven so hingenommen, weil sie somit sich und ihrem Bruder ein Zuhause geben konnte. Doch als die AID dann anfangen wollte, bei ihrem Bruder auch Experimente durchzuführen, ist sie mit ihm geflohen und hat ihren Tod vorgetäuscht. Und ja, so lebt Rain seit 3 Jahren auf der Flucht vor dem... Und so lebt Raven mit ihrem Bruder seit 3 Jahren auf der Flucht, und eines Tages trifft Raven auf Wayne. Und Wayne gehört zu einer Rebellenorganisation, die gegen die AID kämpfen, und er bittet Raven, sich ihnen anzuschließen. Und ob Raven sich der Organisation anschließt und was alles noch mit der AID passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich muss sagen, die Handlung war langweilig, die Charaktere waren flach ohne Ende. Diese Pseudo-Liebesgeschichte, die hier geschrieben wurde, hat mich sowas von genervt. Ich war mit den Charakteren so unzufrieden. Ich fand, Raven war einfach nur sprunghaft. Heute war sie die selbstbewusste, taffe Frau. Morgen das kleine, zittrige Mädchen, das nicht wusste, was es machen sollte. Und diese Stimmungsschwankungen und diese Schwankungen in ihrer selbst, das hat mich so genervt. Und auch Nox, diese ganze Figur war für mich einfach unglaubwürdig, denn Mona Kasten hat es hier leider nicht geschafft, Abstufungen bei der Erzählweise zu bringen, denn man liest auch wieder aus mehreren Sichtweisen, man liest aus Waynes Sicht, man liest aus der Sicht von Nox und halt auch aus der Sicht von Raven. Und immer wenn ich Nox gelesen habe, hätte ich genauso gut Raven lesen können, denn es gab hier Aufbauten von Sätzen, so redet kein 13-jähriger Junge, und ich kriege einen Heiligenschein, die Sonne kommt. Super! So redet kein 13-jähriger Junge. Er hat gesprochen, es brach ihm das Herz, als er seinen besten Freund nicht mehr sehen konnte, und ich habe dann zwischenzeitlich wirklich gedacht, ist der schwul? Hatte der mit seinem besten Freund irgendwie, ging da noch mehr? Aber nein, er hat einfach seinen besten Freund vermisst, aber kein 13-jähriger Junge redet so, und das hat mich ultra gestört. Und warum kommt jetzt hier die Sonne raus? Moment. Sorry für die Unterbrechung, ich habe jetzt mal das Rollo runtergemacht, weil die Sonne mich jetzt so angeblendet hat. Auf jeden Fall habe ich halt gedacht, so redet doch kein 13-jähriger Junge. Das war absolut unglaubwürdig für mich. Das Worldbuilding war auch die reinste Katastrophe. Die ganze Geschichte spielt in dieser Stadt, Coldworth City. Diese Stadt hatte nichts Eigenes, das war einfach irgendeine Großstadt, die es irgendwo auf dieser Welt gäbe. Und man hatte aber auch in dieser Welt das Gefühl, es gibt nichts anderes außer dieser Stadt, denn alles spielt in dieser Stadt. Und Raven ist gefangen genommen worden in dieser Stadt von dieser Organisation, ist dann geflohen und haut nicht mal ab aus dieser Stadt. Ganz ehrlich, wenn ich vor irgendeiner riesigen Organisation auf der Flucht bin, sehe ich zu, dass ich so weit wie möglich Land davon gewinne und bleibe nicht in der Nähe. Also, es war für mich einfach auch so unglaubwürdig. Und wie gesagt, der Schreibstil war jetzt auch absolut nicht meins. Der war die reinste Katastrophe. Der war so langweilig und undurchsichtig teilweise. Hier waren Beschreibungen und Umschreibungen drin, die einfach nicht hätten sein müssen, dann... Die Sätze waren so abgehackt, es gab hier keine richtige Konversation, die da zustande gekommen sind. Das ging nur so tak, tak, tak. Dann gab es wieder 5 Sätze Beschreibung, dann wieder 2 abgehackte Sätze, dann wieder 5 Sätze Beschreibung. Und dieses ganze Buch war einfach hinten und vorne nicht meins. Und
ja, es war einfach nicht mein Buch. Es war die reinste Katastrophe und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist halt nun mal so, es war nicht mein Buch. Ich weiß, dass ich die nächste Fantasy-Geschichte von Mona Kasten definitiv nicht mehr lesen werde. Die nächste Liebesgeschichte, die sie schreibt, werde ich definitiv wieder lesen. Ich hoffe, dass Mona Kasten weiterhin so schöne Liebesgeschichten schreibt wie die Gen-Reihe, denn da werde ich definitiv weiterlesen. Aber was ihre Fantasy-Bücher betrifft, die werde ich definitiv ab sofort aussetzen, denn Coldworth City war absolut nicht mein Fall. Es ging gar nicht. Nach dem Coldworth City Desaster brauchte ich definitiv ein Buch, was mich wieder nach oben bringt. Und damit habe ich dann gelesen Im leuchtenden Sturm. Das ist der zweite Teil der Götterleuchtenreihe von Jennifer Armentrout. Und dieses Buch, es war so gut. Es war so richtig, richtig gut. Es ist wieder sehr, sehr kitschig, überzogen, sehr schmalzig. Es trieft wieder vor Stereotypen und allem. Aber ihr wisst, ich liebe das. Gerade bei Jennifer Armentrout, denn diese Frau schreibt einfach nur perfekt für mich. Diese Frau schreibt sarkastisch, sie schreibt witzig. Ich mag ihre Charaktere, ich mag einfach alles an ihren Büchern. Aber man muss das alles halt auch mögen. Also wer jetzt da nicht so drauf steht auf Kitsch, Schmalz und Stereotypen, der sollte generell die Finger von Jennifer Armentrout lassen, finde ich. Aber ich liebe das und deswegen liebe ich auch diese Autorin absolut. Sie ist meine Queen. Oh. Und ja, der zweite Teil von Götterleuchten setzt quasi genau dort an, wo der erste aufgehört hat. Im zweiten Teil geht es immer noch um Josie, die erfahren hat, dass sie eine Halbgöttin ist und gegen die Titanen kämpfen soll, die ja aufgrund der Dämonentochter-Reihe befreit wurden. So viel kann ich euch zum Hintergrund verraten, aber mehr leider auch nicht. Und ja, auf jeden Fall muss Josie jetzt erstmal die anderen Halbgötter finden, damit sie gemeinsam mit denen die Titanen bekämpfen kann. Dabei an ihrer Seite steht Seth. Und Seth ist der Apollyon. Ich möchte jetzt auch nicht erklären, wieso, weshalb, warum er das ist und was er dann, was er ist. Schaut euch dazu einfach die Rezi zu dem Buch hier an, da erkläre ich das alles nochmal. Und ja, Seth ist der Apollyon und somit auch etwas ganz, ganz Besonderes und steht Josie zur Seite. Und im ersten Teil hat sich zwischen den beiden ja so ein bisschen was entwickelt und diese Liebesgeschichte wird hier nochmal mit ausgebaut. Dann gibt es hier natürlich auch wieder Sachen, die passieren, woraufhin die beiden es nicht mehr so einfach haben. Und ja, wie gesagt, dann müssen sie immer noch die Halbgötter finden. Und auf der Suche nach den Halbgöttern bekommen sie Hilfe von einem anderen Halbgott. Und wer das ist, verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Ich kann nur sagen, dass dieser Charakter so viel Witz in dieses Buch bringt. Ich habe so gelacht, denn die sind alle so genervt von diesem Charakter und der ist einfach so dämlich und der ist einfach, oh Gott, dieser Typ ist so selbstverliebt, das geht überhaupt gar nicht. Auf jeden Fall macht es ultra viel Spaß, das zu lesen, denn wie gesagt, dieser Charakter hat da für mich den gewissen Witz auf jeden Fall in die Geschichte geholt. Dann kommen im zweiten Teil Alex und Aiden von der Dämonentochter auch wieder mit drin vor und ich habe das so gefeiert. Ne? Ich habe da im ersten Teil schon drauf gehofft, dass die irgendwie mal auftauchen und jetzt im zweiten Teil war es dann soweit und Alex und Aiden waren wieder da und ich denke mir so, wuhu! Denn die beiden sind einfach toll und Aiden ist toll und Alex ist toll und ich feiere die immer noch so total und ja, es war ganz, ganz toll. Also, wie gesagt, im zweiten Teil geht es immer noch darum, die anderen Halbgötter zu finden und gegen die Titanen wieder zu kämpfen und am Ende passiert ganz, ganz viel krasser Scheiß und unsere Gruppe ist zerstritten teilweise und wieso, weshalb, warum das alles passiert und was genau da die Hintergründe sind, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht und ich freue mich schon sehr auf den dritten Teil und ja, tolle Charaktere, tolle Handlung, toller Schreibstil. Ich liebe einfach die Geschichten. Wer von euch aber den ersten Teil nicht mochte, den würde ich nicht empfehlen, weiterzulesen, denn es ist vom Stil und allem her ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass auf einmal der zweite Teil ganz, ganz anders ist wie der erste. Also wer von euch den ersten nicht mochte, sollte die Finger vom zweiten lassen, ist meine Meinung. Aber wer sagt, ich möchte es gerne nochmal probieren, gerne lest es. Ich feiere diese Reihe total. Ich liebe die Dämonentochter-Reihe und ich kann euch diese Bücher immer nur empfehlen, wenn ihr auf Kitsch, Schmalz und Stereotypen steht. Dann habe ich noch das Buch hier gelesen, Neue Liebe in Sunshine Valley von Candace Terry. Das ist eine Liebesgeschichte mit ein bisschen Erotik und das ist so eine niedliche, süße, schlichte Geschichte mal so für zwischendurch. Das ist jetzt keine Geschichte, die einem auf Dauer im Gedächtnis bleibt, aber es ist halt, wie gesagt, so eine niedliche Geschichte für zwischendurch. Ich brauche das immer mal, so einfache Liebesgeschichten zwischen meinen ganzen Fantasy- und Dystopie-Büchern, die ich hier immer lese. Ist das immer eine schöne Abwechslung und die Geschichte war wirklich richtig süß. Es geht in diesem Buch um Brock und Declan und Brock ist die Assistentin von Declan und eigentlich schon seit 4 Jahren in ihren Chef verknallt, denn er ist einfach ein ganz, ganz toller Chef und er ist ein attraktiver Mann, aber er ist ein Workaholic und hat kein Privatleben und Brock würde sich nie trauen, in die Richtung da irgendwie mehr von ihm zu erhoffen oder mehr irgendwie ihm zu oder ihm zu sagen, dass sie da mehr irgendwie in ihm sieht. Und dann ist es so, dass die beiden zusammen zur Familie von Declan reisen, denn er muss dort einige Sachen klären auf dem Weingut seiner Eltern. Und damit er halt
halt sein Geschäft weiterführen kann, nimmt er Brock halt als seine Assistentin mit auf das Weingut der Eltern, damit sie halt dort parallel arbeiten können. Und ja, auf diese Reise dorthin beginnt dann irgendwie mehr zwischen den beiden zu entstehen. Und was dann halt mit den beiden alles so auf diese Reise und auf dem Weingut passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Wie gesagt, man kann von dieser Geschichte nicht allzu viel erwarten. Es ist jetzt kein literarischer Erguss. Also es ist jetzt kein Buch, was ich jetzt zum Beispiel mit der Vermont-Reihe vergleichen würde oder mit Paper Swan oder mit der Romance Elements Reihe von Brittany C. Cherry. Also das sind Bücher, die sind wirklich von der Geschichte her auch sehr dramatisch und die sind für mich halt perfekt, diese Geschichten. Und das ist halt hier einfach so eine süße, schlichte Liebesgeschichte. Also wie gesagt, man kann hier nicht allzu viel von der Geschichte erwarten, darauf sollte man sich einstellen. Aber es ist eine richtig niedliche Liebesgeschichte gewesen und wer sowas gerne zwischendurch mitliest, den kann ich das Buch nur empfehlen. Die Handlung war super, die Charaktere waren süß. Ich hatte nur mit Brock am Anfang so meine Schwierigkeiten, denn in den ersten zwei Kapiteln war sie so die perfekte Assistentin und sehr zurückgenommen und ruhig. Und dann auf einmal während dieser Fahrt, bumm, entwickelt die sich in eine selbstbewusste junge Frau, die mit ihm halt auch sehr flirty ist und halt auch offen ist. Und das hat mich schon irgendwie sehr gewundert am Anfang. Und dann dachte ich so, hä? Wieso fällt die sich dem jetzt gegenüber auf einmal so anders, nur weil die mit ihm in einem Auto sitzt? Das habe ich nicht verstanden. Aber ansonsten waren die Charaktere wirklich alle sehr, sehr süß. Und das Setting hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dieses Weingut der Eltern ist wirklich cool gewesen. Und auch so, wo die Küstenstraße da so lang gefahren sind, hat mir auch richtig gut gefallen. Ich habe mir den ersten Teil, weil das der zweite Teil der Weinjahr-Reihe ist, habe ich mir den ersten auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Wenn ich das nächste Mal so ein Buch für zwischendurch mit brauche, werde ich das mir sicherlich irgendwann mal mit zulegen. Denn im ersten Teil geht es um den Zwillingsbruder von Declan. Und das interessiert mich auch schon sehr, wie das mit dem gewesen ist, denn diese Familie ist wirklich cool gewesen und wie gesagt, ich denke mal, da kommen auf jeden Fall noch 3-4 Teile. Und ja, wenn ihr Bock auf einfache Liebesgeschichten habt, schaut euch die Weinjahr-Reihe oder Neue Liebe in Sunshine Valley auf jeden Fall mal mit an. Dann habe ich im September auch endlich ein Buch gelesen, was schon seit 1,5 Jahren auf meinem Sub liegt, nämlich Mind Games von Terry Terry. Dieses Buch ist ein Einzelband. Yay, keine Reihe. Und dieses Buch hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es ist ein Sci-Fi-Jugend-Thriller, so würde ich es einordnen. In diesem Buch geht es um Luna und Luna ist eine Verweigerin. In der Welt, in der Luna lebt, also irgendwo in der Zukunft, so ich würde sagen so 50 bis 100 Jahre, schwer einzuschätzen, ist es so, dass alle Menschen einen Chip im Kopf haben, mit dem sie ins Internet gehen können. Und dann gibt es dort noch eine Firma, die Perco, und die haben Virtual Reality Welten erfunden und gebaut. Und man kann sich dann an so einem PEP anschließen lassen. Das ist so eine Maschine, die den Körper quasi am Leben erhält, während man in dieser Virtual Reality Welt ist. Also man kann damit auch Wochen und Tage in dieser Virtual Reality Welt bleiben und der Körper wird halt am Leben erhalten. Und Luna ist eine Verweigerin. Sie wollte diesen Chip in ihrem Kopf nicht, denn sie hat Probleme, ins Internet zu gehen. Also immer wenn sie sich in so einen PEP einwählt und in so eine Virtual Reality Welt geht, wird ihr richtig, richtig schlecht. Und sie hat immer das Gefühl, nicht richtig in dieser Welt zu sein, sondern auch immer noch in der realen Welt zu sein. Und damit kommt sie nicht so richtig klar und deswegen hat sie diesen Chip nicht in ihrem Kopf, weil sie das nicht möchte und eine Verweigerin ist. Und es ist so, dass die Perco, dieser riesengroße Konzern, der diese Virtual Reality Welten erschafft und halt auch diese Chips baut für die Kopfimplantate, die tun jedes Jahr Ausschreibungen machen und die besten Hacker und Leute suchen, um halt die für ihre Firma anzuwerben. Und auch Luna bekommt so eine Einladung. Und sie kann das nicht verstehen, wieso, weshalb, warum. Denn wie gesagt, sie hat kein Implantat und sie ist jetzt auch kein Hacker. Und ihre Familie vermutet dann aber, dass das mit ihrer Mutter zu tun hat. Denn ihre Mutter war eine der besten Hackerinnen überhaupt. Sie ist während eines Aufenthalts in einer Virtual Reality Welt gestorben. Und die Maschine, die ihren Körper eigentlich am Leben erhalten sollte, hat irgendwie nicht richtig funktioniert, sodass ihr Körper halt gestorben ist und somit auch sie. Und somit wird Luna halt zu Perco eingeladen und soll halt an diesem Auswahlverfahren mit teilnehmen. Das ist Luna irgendwie nicht so recht. Es ist ja auch ein bisschen unheimlich. Sie weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Tut dann aber dorthin gehen, weil ihre Familie natürlich auch möchte, dass sie die besten Chancen später im Leben hat. Und ja, was dann auf diesem Auswahlverfahren alles passiert und was hinter dieser Einladung der Perco steckt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich kann nur sagen, dass die Handlung
im ersten Drittel vom Buch recht langsam beginnt. Also wir haben hier eine eher ruhige Geschichte. Also wir erfahren hier erstmal so etwas über die Charaktere. Wir lernen die Welt kennen, wir lernen die ganzen Hintergründe kennen. Terry erklärt hier erstmal diese ganze Virtual Reality Sache. Also das erste Drittel von diesem Buch ist wirklich sehr ruhig und man muss da einfach durch. Also wer mit sowas Probleme hat, der wird hier Schwierigkeiten haben am Anfang. Ich fand es sehr, sehr interessant, gerade weil, wie gesagt, diese ganze Welt erklärt wurde, sodass man das halt auch alles begreifen konnte. Deswegen war das für mich auch nicht langweilig, aber ich denke, es wird Leute geben, die hier Schwierigkeiten beim Einstieg haben. Und ja, dann beginnt die Geschichte eigentlich auch so richtig, wo sie halt auf diesem Auswahlverfahren sind. Und ja, dann passiert echt richtig, richtig viel und es kommt ganz, ganz viel ans Licht, was halt auch noch Luna betrifft und was diese Perko betrifft. Und das Ende, die letzten 100 Seiten, ne, also die sind so krass, was da alles rauskommt, das ist so richtig, richtig übel. Und dieses Buch hat auch kein Happy End für ihre Charaktere, also zumindest nicht für alle. Und das fand ich einfach mal richtig, richtig gut. Ich fand Luna als Protagonistin in diesem Buch teilweise ein bisschen naiv. Also manchmal habe ich mir gedacht, boah Mädchen, das ist so offensichtlich und du lässt dich da jetzt trotzdem drauf ein. Und ja, aber Luna ist halt auch 16 Jahre alt, also von daher sei ihr da verziehen. Aber ich fand dieses Buch einfach nur richtig gut geschrieben. Der Schreibstil ist halt auch jetzt nicht sehr jugendlich und romantisch und kitschig, sondern er ist sehr, sehr sachlich und klar. Und das hat mir auch richtig gut gefallen. Ich mochte Mind Games total. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf so Science-Fiction-Jugendthriller habt, schaut euch Mind Games auf jeden Fall. So ihr Lieben, jetzt haben wir ungefähr eine Dreiviertelstunde später, wie eben, ich habe geredet und geredet und mein Akku ist abgeschmiert und weg war er. Und ich war in der Zeit jetzt schon mit dem Hund raus und habe mich schon mal umgezogen, weil ich gleich noch los muss zu einem Geburtstag. Und deswegen dachte ich, ich ziehe mich jetzt einfach schon mal um in der Zeit, wie ich jetzt hier warte. Denn ich war ja noch nicht fertig mit meinen Büchern. Ich war gerade dabei, euch mein Fazit zu Mind Games zu sagen, nämlich, dass dieses Buch ein ganz, ganz toller Science-Fiction-Jugend-Thriller meiner Meinung nach ist. Und wenn ihr Bock auf eine etwas andere Geschichte habt, ohne Liebesschmalz und ohne Kitschi-Kitschi, dann schaut euch Mind Games auf jeden Fall an. Ich fand das Buch ganz, ganz toll und kann es euch wirklich nur empfehlen. Und ja, zwei Bücher haben wir jetzt noch. Und die wollte ich euch jetzt auf jeden Fall, bevor ich losmache, noch schnell vorstellen, dass ich das Video dann in aller Ruhe morgen schneiden kann. Und zwar habe ich im September das erste Buch der Immortals After Dark-Reihe von Cressley Cole gelesen, Nacht des Begehrens. In dieser Reihe geht es ja um mystische Wesen, also Vampire, Werwölfe, Valkyren, Hexen, Geister. Und in jedem Buch geht es um ein anderes mystisches Pärchen. Und im ersten Teil geht es um die Vampirin Emma und den Lykaner Lachlan oder Lachlan. Lachlan ist vor 150 Jahren von Vampiren gefangen genommen worden und in den Katakomben von Paris wurde er angekettet an einen Stein und wurde durch Höllenfeuer immer wieder verbrannt. Und da er ja ein Unsterblicher ist, heilt er natürlich immer wieder, nur um dann aufs Neue wieder verbrannt zu werden. Und ja, jetzt ist es so, dass er auf einmal seine Gefährtin wittert, denn Lykaner sind Wesen wie die Gestaltenwandler und wenn die einmal einen Gefährten haben, dann ist das derjenige, mit dem sie den Rest ihres Lebens zusammenbleiben. Und ja, Lachlan wittert seine Gefährtin und schafft es durch diese Kraft, weil er seine Gefährtin endlich gewittert hat, sich da aus dieser Falle zu befreien. Und das ist echt eklig, wie der das macht. Das ist so, boah. Und ja, macht sich dann auf die Suche nach seiner Gefährtin. Und als er sie findet und feststellt, dass seine Gefährtin ausgerechnet ein Vampir ist, bricht für ihn erstmal eine Welt zusammen, denn er hasst Vampire abgrundtief. Sie haben ihn immerhin die letzten 150 Jahre gefangen genommen und gefoltert. Und Lachlan merkt dann aber sehr, sehr schnell, dass Emma ganz anders ist wie gedacht. Denn Emma ist nicht einfach nur ein Vampir, denn sie ist auch eine halbe Valkyrie und macht sie dadurch zu etwas ganz, ganz Besonderem. Und was die beiden dann so erleben und ob Lachlan oder Lachlan, wie auch immer es schafft, Emma zu seiner Gefährtin zu machen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ja, ich muss sagen, ich bin mit dem Buch immer noch sehr im Zwiespalt. Ich mochte die Geschichte, ich mochte die Erzählweise. Ich fand das richtig cool, wie Cressley Cole auch die Welt beschrieben hat und die Wesen. Und sie macht das so humorvoll und auf eine so sympathische Art, dass man eigentlich nur sagen kann, dass dieses Buch richtig, richtig gut ist. Auf der anderen Seite haben wir dann hier die Protagonistin Emma, die mir einfach sehr auf die Nerven ging durch ihre ganze Art und Weise. Und ich dachte mir nur so, oh, nicht schon wieder. Oh, was macht sie denn jetzt schon wieder? Und ich dachte mir nur so, oh, Mädchen. Ich dachte mir die ganze Zeit so, boah, nee, das macht die jetzt nicht wirklich, oder, ne? Und die war halt teilweise auch so naiv und das ging mir schon auf den Sack. Also ganz ehrlich, das ging mir einfach nur auf den Sack beim Lesen. Und auch dieses ganze Sexuelle in diesem Buch ging mir tierisch auf die Nerven. Das war einfach zu viel und
stets und ständig dieses, ich will dich bespringen, ich will dich haben, du bist mein und ich fummel dich an und sie will das aber eigentlich nicht. Das war auch so eine Sache, die ich ganz furchtbar fand und ja, deswegen bin ich wirklich sehr im Zwiespalt, was dieses Buch betrifft. Ich habe den zweiten und den dritten Teil da, die werde ich also auf jeden Fall noch lesen. Und ich habe von, und die Niki hat mir gesagt, dass das das erste Buch war, was Cressy Cole je geschrieben hat. Deswegen sei ihr das da verziehen, denn ich fand auch bei der Gamemaker-Reihe hat man schon gemerkt, dass sie sich von Buch zu Buch verbessert hat. Da fand ich ja den ersten Teil auch nicht gut und der zweite, der war so, ja, war ganz nett zu lesen. Und der dritte hat mir von der Handlung so gut gefallen. Das war so cool, was da am Ende rausgekommen ist. Deswegen freue ich mich jetzt auf jeden Fall, hier erstmal weiterzulesen. Und ich denke, dass sich auch hier von Band zu Band das Ganze weiterentwickeln wird und dass man da eine Steigerung merken wird. Deswegen mal schauen. Einige von euch haben mir ja schon gesagt, dass der vierte Teil der beste war für euch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also wenn ich den zweiten und den dritten gelesen habe, den vierten werde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Ich möchte ja wissen, was euch da so gefällt. Und da soll auch der Sexanteil nicht so groß sein im vierten Teil. Also von daher bin ich da schon sehr gespannt. Und ja, also wie gesagt, Nacht des Begehrens war einerseits richtig cool, auf der anderen Seite total nervig. Deswegen, ich bin gespannt, wie die Reihe weitergeht. Und das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier. Das ist der dritte Teil der Wellington-Saga, Verlangen. Und das ist auch der vorerst letzte Teil. Diese Reihe hat Potenzial, noch weitere Teile quasi dran zu knüpfen, rein theoretisch. Also auch vom Ende her wären da auf jeden Fall noch weitere Geschichten möglich. Aber ich glaube, diese Reihe ist jetzt erstmal mit den drei Bänden abgeschlossen. In dem dritten Teil geht es um Antonia del Campo. Sie ist die Halbschwester von Alejandro und Sebastian. Und Alejandro und Sebastian wussten bis zum Tod ihres Vaters nicht, dass sie eine Halbschwester haben. Denn der Vater Carlos del Campo hat sie in seinem Testament erstmalig erwähnt und alle sind vom Glauben abgefallen, als sie das gehört haben. Und Alejandro hat sich dann natürlich sofort auf die Suche nach seiner Schwester gemacht und hat sie in Berlin gefunden. Der Zustand von Antonia damals, als ihr Bruder sie fand, war nicht so gut von ihrer Psyche her und deswegen ist sie auch mit ihm mitgegangen und hat halt gedacht, ich lasse jetzt alles hinter mir und das ist ein guter Neustart für mich und hat sich dann halt auch sehr, sehr gut in die Welt der del Campos eingefügt. Antonia ist Hufschmiedin und liebt ihr Leben inzwischen und kommt damit eigentlich auch ganz gut klar. Sie hat nur ein Problem, Pilar. Pilar ist die Mutter von Alejandro und Sebastian und Pilar sieht halt in ihr immer noch das Kind, was nicht hätte sein dürfen und behandelt sie halt auch dementsprechend. Und dadurch wird sie halt nicht so richtig in die Familie aufgenommen und wird halt auch nicht so richtig in der Familie akzeptiert von ihr. Und sie fühlt sich halt immer noch nicht angekommen. Und dann gibt es dort in dieser Geschichte noch Enzo. Enzo ist der Patron von dem Stall der del Campos, also quasi der Manager, der für alles verantwortlich ist. Und Enzo und Antonia sind schon seitdem sie sich kennengelernt haben, vor 8 Jahren, beste Freunde. Und beide wollen eigentlich mehr voneinander, trauen sich aber nicht so richtig, den ersten Schritt zu machen. Und auf einer Party eines Abends, als es Antonia alles zu viel wird, steht Enzo ihr bei und ist für sie da. Und ja, dann entwickelt sich mehr daraus. Und ob die beiden am Ende eine Chance haben oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, dass ich Antonia bis zu einem gewissen Teil in der Geschichte nicht verstehen konnte. Ich habe mir gedacht, Mensch, Mädchen, was ist denn nur bitte dein Problem? Ich konnte das nicht nachvollziehen. Und als das Ganze dann erklärt wurde und aufgelöst wurde, wieso, weshalb, warum sie so ist und warum sie so handelt, konnte ich es verstehen, weil ich mal in einer ähnlichen Situation war. Also nicht jetzt so wie sie, aber ich verstehe den Hintergrund und ich verstehe, dass ihr Herz daran hängt. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Und dadurch konnte ich sie dann auch wirklich gut verstehen und ich habe auch ihre Hintergründe verstehen können. Und da tat sie mir auch so leid und ja, dadurch war die Geschichte dann für mich auf jeden Fall gerettet. Ich muss sagen, dass das Ende für mich wieder ein bisschen drüber war. Das war wieder zu dramatisch und zu viel und auch das Verhalten von dem einen Typen dann am Ende konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass mir der dritte Teil auch ganz gut gefallen hat. Der erste war einfach der beste. Danach würde ich sagen, kommt der dritte und dann kommt der zweite gleich dicht hinten dran. Also da gibt es schwer Abstufungen zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist die Wellington-Saga einfach eine Reihe mit erotischen Liebesgeschichten, die man gut zwischendurch mitlesen kann. Ich finde, es ist einfach mal was Abwechslungsreiches und Erfrischendes zwischendurch, denn es spielt ja in Wellington, in dieser Welt der Reichen und Schön. Ein bisschen hat es mich manchmal an Reich und Schön erinnert, an diese alte Serie von früher. Und ja, das ist halt einfach mal was anderes, das so zu lesen. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Reihe zu lesen. Ich mochte eigentlich auch die Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt worden sind. Es gab auch hier im dritten Teil wieder so 2, 3 Stellen, über die ich gestolpert bin, die für mich einfach keinen Sinn ergeben haben. Aber ja, das hatte ich in meiner Reihenvorstellung dazu auch schon gesagt. Wenn ihr da mal wissen wollt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, im Großen und Ganzen mochte ich die Wellington-Saga und auch den dritten Teil wirklich sehr. Ich kann sie euch nur empfehlen. Und jetzt hat es geklingelt und ich beende das Video jetzt an dieser Stelle. Ich sag mal ganz fix, macht's gut und ich muss die Tür aufmachen. Bis dann!